Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher, wir sind da, wo keiner sucht, wir schlagen die Ganoven in die Flucht. Hallo, hier bin ich mal wieder. Unendlich mal nicht mehr verschnupft oder übermüdet oder irgendwas in dieser Art. Ich bin wieder voll fit. Ich habe heute mal richtig lang ausgeschlafen, war dann schön frühstücken und kann jetzt ganz entspannt dieses Video aufnehmen, bevor ich gleich zur Arbeit losdüse. Deswegen würde ich sagen, legen wir auch gleich los mit dem nächsten Abschnitt. Ehrlichstädt, Juli 2016. Das Schloss war immer offen. Jeder kam da rein, sehr zum Unmut des Grafen. Das war bekannt. Also geht er einfach in den Innenhof. Die untere Tür, unverschlossen. Wo sie wohnt, das weiß er. Also die Stiegen hoch, die Wohnungstür unverschlossen. Ein Lächeln breitet sich auf seinen Zügen aus. Die erste Tür, ein prüfender Blick, unverschlossen. Und so weiter und so weiter. Wirklich sehr, sehr leichtsinnig, die Leute hier. Es könnte jeder hier rein. Jeder. Die letzte Tür, Musik dahinter, die das leise Quietschen der Angeln überdeckt, als er sie öffnet. Schummriges Halbdunkel, gemütlich. Corinne sitzt unter der einzigen Lampe auf dem Sofa, ein Buch auf dem Schoß und liest. Er sieht ihren Kopf von hinten, was gut ist. Er schließt die Tür wieder und nähert sich ihr langsam, als irgendetwas, sein Schatten, eine Bodendiele, eine Ahnung, sie herumfahren lässt. Ihr Blick weitet sich verwirrt, im selben Moment holt sie Luft, um zu schreien, doch schon ist er bei ihr, hat eine Hand auf ihren Mund und drückt mit dem freien Unterarm ihre beiden Handgelenke fest auf ihren Schoß, auf das Buch auf ihrem Schoß, lehnt sich über die Sofalehne und flüstert ihr ins Ohr. Corinne, 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 dich hier aufzuspüren ist wirklich einfach. Du enttäuscht mich. Sie versucht, die Hände frei zu bekommen, ihm die Ellenbogen in den Bauch zu rammen, in seine Hand zu beißen. Er drückt fester zu und reißt den Kopf zurück, bis ihr Hals nach hinten gebogen ist. Er spürt den Druck ihrer Zähne auf seiner Handfläche. Er beugt sich über sie und ihr über ihren entblößt daliegenden Hals. Wenn ich so ein Vampir wäre wie du, wie das andichtest in deiner Geschichte, so ein Zauberviech, dann würde ich dich jetzt da reinbeißen. Sein Atemhauch streift ihren Hals, sie zuckt zusammen, ein irres, tonloses Lachen füllt den Raum. Seins. In ihren Augen brennt nackte Wut, die Wut eines gefangenen Tiers, denkt er. Wenn sie könnte, würde sie mich umbringen, denkt er. Keine Angst. Er flüstert dicht an ihrem Ohr, seine Lippen streifen wieder ihren Hals. Er spürt, wie sie sich verkrampft, ein Würgen ihre Kehle spannt. Entspann dich, Süße. Ich tu dir nichts. Du bist nicht mein Typ. Kichern. Ich wollte dir nur einen Tipp geben. Sie spürt Feuchtigkeit an ihrem Hals. Sein Speichel. Einen guten Tipp. Leg dich nicht mit mir an, Baby. Das verlierst du. Hör auf zu schreiben. Das ist mein bester Tipp an dich. Hör auf mit diesem Block und du kriegst nie wieder Besuch von mir. Hast du das verstanden? Er drückt fest dazu. Corinne schnappt nach Luft. Sie versucht durch den Mund zu atmen, aber es geht nicht. Sein Druck verhindert es. Er lacht wieder. Er hebt den Kopf und sieht sie lange an. Unbewegt. Ich denke, du hast verstanden. Ich schicke dich jetzt ins Traumland. Dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Nimm dir Zeit und denk gut nach. Sonst bist es vielleicht nicht mehr nur du, den ich besuche. Mir fällt da noch jemand ein, der mehr mein Typ ist. Und glaub mir, das willst du nicht. Sein Druck auf ihren Hals verstärkt sich. Corinne versucht, sich aufzubäumen, aber sein Gewicht ist zu schwer. Sie sieht den Schemen seines Kopfes vor ihren Augen verschwimmen. Das Zimmer, sie verliert die Welt, das Bewusstsein. Verschwunden. Leer fort. Und ja, keiner glaubt ihr. Die herbeigeholte Polizei, wer, was sie gesehen hat, was geschehen ist, wer zu Schaden gekommen ist, was gestohlen wurde. Wie, nichts. Wie, sie hat den Eindringling nicht besonders gut erkannt? Wie, ein Mann? Oh ja, das trifft auf 50% der Bevölkerung zu. Wie, sie kann keine Personenbeschreibung abgeben. Wie, es ist nichts entwendet worden. Wie, ob Frau Halsvor vielleicht ein bisschen überreizt ist? Ob sie vielleicht das Bedürfnis hat, sich ein bisschen wichtig zu machen, damit dann wieder etwas in der Zeitung auftaucht? Ob sie vielleicht Tatsachen schaffen will, die es nicht gibt, Straftaten erfinden und sie jemand anhängen? Ob sie vielleicht weiß, dass das auch eine Straftat ist? Ob sie denn jetzt Anzeige erstatten wolle? Gegen wen? Unbekannt? Man glaubt ihr nicht. Man wird ihr nicht glauben. Keiner wird ihr glauben. Corinne weiß es. Sie sieht, wie man sie beobachtet und so tut, als hätte man es sie nicht gesehen. Sie kann die Leute untereinander flüstern sehen. Sie weiß, was sie denken. Kein Rauch ohne Feuer. Das denken sie. Sie würde gerne eine Straße entlang gehen, ohne den Wunsch zu haben, unsichtbar zu sein. Das versteht man nicht wirklich. Sie hat es selbst nicht geschätzt, bis sie das nicht mehr hatte. Der Ruf ist das Wertvollste, was man besitzt. Der Ruf ist deine soziale Währung, deine Eintrittskarte in ein normales Leben. Ohne ihn wirst du immer draußen vor der Tür bleiben.
Und der Ruf, der ist so leicht zu vernichten, so einfach, fast ein Kinderspiel. Aber aufhören? Aufhören zu schreiben wird sie nicht. Nicht für ihren Ruf, nicht aus Angst, nicht um der Ruhe willen, der Sicherheit. Sie wird weitermachen und sehen, was geschieht. Vorsichtig sein und sehen, was geschieht, denkt sie. Das ist ja echt ziemlich krass. Also ich nehme mal an, dass es dieser Bonsai war. Es war ja jetzt nicht klar, also es könnte auch jeder andere gewesen sein. Aber es würde ja passen, weil er schon sagt, es ist nicht mein Typ. Und er steht hier mehr auf diese jungen Leute, sage ich jetzt mal. Und meinte ja auch zu ihr, beim nächsten Mal besucht er jemand anders. Ich schätze, damit meint er dann ihre Tochter. Aber es ist halt krass. Im Endeffekt, klar, er ist in ihr Haus eingedrungen. Er hat nichts geklaut. Er hat sie nicht nachhaltig verletzt. Sie kann nicht beweisen, dass es war. In der Dunkelheit hat sie keine Personenbeschreibung. Klar, du kannst nichts machen aus rechtlicher Sicht, aber es ist halt trotzdem heftig, ne? Also, große Faktoren. So, ja, wir waren auf dem Turnier letztes Wochenende in Seben. Es war unser Saisonabschluss. Es war sehr, sehr erfolgreich. Ihr werdet es bald in einem Video zu sehen bekommen. Allerdings muss ich erst die anderen Turniere noch abhaken, die noch davor waren, von denen ich euch auch noch die Videos zeigen werde. Aber es war auf jeden Fall ein gelungener Saisonabschluss und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt heißt es erstmal für mich noch eine Woche nur Arbeit. Und dann geht die Uni wieder los und dann wird es wieder ganz schön stressig, weshalb es gut ist, dass die Turniersaison vorbei ist, dass ich bei den Fähren ein bisschen kürzer treten kann, einfach wieder ein bisschen entspannter ausreiten kann, nicht so ein straffes Trainingsprogramm habe. Denn neben Uni und Arbeit ist es gar nicht so einfach, zwei Pferde unter einen Hut zu bekommen. Ich kriege es immer ganz gut hin, aber es ist natürlich entspannter, wenn ich dann, wie gesagt, nicht so krassen Trainingsdruck habe, wie das immer im Sommersemester der Fall ist. Von daher bin ich eigentlich ganz entspannt und freue mich jetzt nächstes dann halt auf Halloween und dann auf Weihnachten. Und es kommen ja doch jetzt ein paar schöne Sachen auf uns zu. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video und ihr seht mein bildhübsches, wunderschönes Gesicht dann am Freitag wieder. Tschüss!